Tätowierung. Ein verschworenes Netz. Verschworen? Verworrenes Netz. Aus blauen Linien erstreckt sich über den Oberkörper von der rechten Schulter bis hin zum Solarplexus. Immer dort, wo sich die Linien kreuzen, entsteht ein Kreuzpunkt, ein kleiner weißer Stern. Hunderte verblassener Sterne sind über seine Haut verteilt. Um sein Herz herum ist ihre Konzentration am höchsten. Ist das eine Karte des Nachthimmels? Mikroelektronisches System könnte es sein. Ich habe lediglich Grundkenntnisse in Kybernetik, daher könnte ich das nicht mal sagen, wenn es so wäre. Aber dafür ist das Netz nicht ganz komplex genug, finden Sie nicht? Wir übersehen hier doch etwas. Das meine ich auch. Plötzlich erklingt ein hohes Geräusch, als der Lieutenant den Reißverschluss seiner orangen Jacke öffnet. Er holt ein Stück gewalztes Aluminium aus seiner Jackeninnentasche und zieht es auf. Es hört sich so an, als ob er ein Schwert aus der Scheide zöge. Eine kleine Linse kommt zum Vorschein. Es ist eine Art Fotoapparat. Ja, gut. Ein Trigard Sunshine Mini. Trigard ist der Weltmarkenführer in der Herstellung von Interkommunikationsgeräten, vor allem Projektoren. Die Kamera kommt dir irgendwie bekannt vor. Scheiße, Kuno. Was zum Teufel ist denn das? Eine Farb-Sofortbildkamera. Wieso antwortet er eigentlich dem? Er holt zwei Blitzlichtbirnen mit Metallkappen hervor und klemmt sie an der dafür vorgesehenen Halterung an der Seite des Apparates fest. Dort funkelt ein dünner Schlitz. Jetzt bleiben wir alle mal stehen. Ich habe nämlich nur zwei Blitzlichtbirnen und will keine verschwenden. Er richtet die Kamera auf die Leiche und späht hindurch. Die Linse muss scharf gestellt werden. Dann. Blitz. Ein Geräusch, ein schriller Blitz, gefolgt von Zersplittern eines Gläschens Birnchen. Wow. Eines gläsernen Birnchens. Du siehst, wie sich die Farbe auf das dicke, glänzende Papier ergießt, das herausrollt. Darauf ist eine 1:1 Kopie der tätowierten Brust zu sehen. Falls wir das nochmal brauchen, sagt der Lieutenant und schüttelt das Papier, um es im kalten Wind trocknen zu lassen. Cooler Apparat. Nicht wahr? Er schiebt die Kamera wieder zurück und packt sie an seinem Gürtel weg. Das ist schon ziemlich cool, was? Wofür brauchen wir diese Fotos? Tätowierung des Opfers. Er gewährt Einblick in die Person des Opfers. Basierend auf seinem Körperbau würde ich sagen, dass dies ein Mann physischer Gewalt war. Die Geschichte, die sein Körper erzählen sollte, war ihm wichtig. Es ist sein Brief an uns. Jemand sollte ihn entschlüsseln können. Wir müssen das Foto vielen Leuten zeigen. Kann ich es haben? Ich möchte es mir später anschauen, ohne den Leichengeruch. Sicher, aber verlieren Sie es nicht. Er gibt dir das eingerollte Stück Fotopapier. Es ist kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Der Leichnam mit dem glasigen Augen sieht ungerührt zu. Achso, sein Mund bewegt sich nicht. Seine Haut ist so farbenfroh wie der Chemikalienregenbogen auf dem Fotopapier und wimmelt nur so vor opportunistischen Organismen. Die Augen... Augen sind milchig, weiß und sehen die Welt nicht mehr. Sie treten skurril aus ihren Augenhöhlen hervor. Hier ist niemand zu Hause, nur Unterwasserhorror. Auf seinem Kopf wächst dunkelbraunes Haar. Sein Gesicht steht aufgrund des organischen Abläufs, der organischen Abläufe darin, kurz davor zu bersten. Das Totenkopfgrinsen ist verflogen. Jetzt ist er nur noch eine ausdruckslose Masse. Verrate mir, wer du bist, Toter. Innenleben 3. Yes! Ich bin nicht mehr da. Wo bist du hin? Wer bist du? Ich bin ein Witz. Schau mich doch nur an. An dir ist nichts witzig. An Witzen ist auch nichts Witziges. Wer warst du, als du noch gelebt hast? Ein Killer. Ein Hurensohn und ein Killer. Ich habe noch eine Frage an dich. Wo bist du hin? Ich bin in die Wildnis des fernen Graus. Wo ist das? In der Vergangenheit, weit im Westen. Aber wer warst du, als du noch gelebt hast? Achso, okay, gut. Was ist denn jetzt los? Was soll das heißen? Ich rede mit dir. Das ist die Macht deiner... Auf seinen Lippen bildet sich schwarzer Schaum. Vorstellungskraft. Dann los, stell mir mehr Fragen. Du bist ja total fanat in Fragen. Warum bin ich so fanat in Fragen? Weil du Capitano Polente bist. Schau sie dir nur alle an. Willst du mehr Fragen? Ja, mehr Fragen. Ist mein Name etwa Polente? Verdammt, nein, du heißt nicht Polente. Ich komme mir aber schon wie ein Polente vor, zumindest wie eine Lahmeente. Bist du aber nicht. Und unter uns, dein Name ist wahrscheinlich Harry. Warum habe ich das Gefühl, etwas Furchtbares zu vergessen? Weil du etwas vergessen hast? Ich hasse dich, du bist langweilig. Okay, es reicht. So, du kneifst die Augen zusammen und gehst einen Schritt zurück. Lass die Augen zusammen verschwinden. Was? Verschwinden?
aus grün und pink. Das ist ein Trick, du hast das schon einmal gemacht. Das pinkeste ist der Bereich, an dem sich das Blut in den ersten Stunden nach dem Tod gesammelt hat. Damit kannst du feststellen, ob etwas an der Leiche manipuliert wurde. Entspricht seine Lage zum Zeitpunkt des Todes der Verfärbung. Was? Das pinkeste ist der Bereich, an dem sich das Blut in den ersten Stunden nach dem Tod sammelt. Oder gesammelt hat. Also Arme und Bauch und Hals. Nur die untersten Extremitäten sind pink mit einem Klecks blau. Seine aufgedickten Hände, die Oberschenkel und der Hals direkt über der Schlinge. Der Rest der Leiche erscheint in den kalten Frühlingsluft dunkelgrün. Sind pink, der Oberschenkel auch. Ich sehe es, er rückt seine Brille zurecht. Auch sein Hals. Der Leichenfleck zieht sich bis zu seinem Kinn. Wir haben hier eine ordentliche, kräftig ausgeprägte Verfärbung. Du entspannst deine Augen. Das Monster wird wieder scharf. Eine Farbexplosion, durch die sich gemaserte Adern ziehen. Der Bauch scheint mit etwas schwanger zu sein. Eine schwarze Flüssigkeit strömt seinen Oberschenkel hinunter auf seinen Stiefel. Ja gut, die Flüssigkeit kann ich mir erklären. Also, was halten Sie davon? Ich glaube, dass er tot ist. Ich glaube, dass er nach dem Tod in aufrechter Lage war. Seine Hände, Füße und den Hals sind verfärbt. Das meine ich auch. Er zeigt auf den Gurt, vor allem der Hals. Der Gurt hat als Tourniquet fungiert und das Blut in seinem Kopf gestaut. Die Hypostase weist ebenfalls auf ein Erhängen hin. Kann es trotzdem sein, dass er nach dem Tod bewegt wurde? Die Möglichkeit besteht immer. Wir sollten seinen Hals auf Strangulationsmarken untersuchen, um zu sehen, ob sie mit dem Gurt passen. Dafür müssen wir ihn aber erstmal runterbekommen. Ach so. Ach, okay. Er überlegt jetzt, ob er vorher getötet wurde und dann aufgehangen. Okay. Da kommt etwas aus ihm raus. Eine Leiche aus Blut und Fäkalien hat sich in einen gefrorenen Schlamm unter den Füßen des Mannes gefressen. Verflüssigtes Gewebe tropft hinein. Ein Tropfen nach dem anderen. Das Opfer scheint zum Zeitpunkt des Todes nicht mehr als ein halbes Kilo Mageninhalt gehabt zu haben. Scheiße, was sagt er? Die Schwuchteln reden über Scheiße. Da haben wir ja Glück. Vielleicht ist er kurz vor seinem Tod auf die Toilette gegangen. Mentorhof erschallt bösartiges Lachen. Es klingt wie Seemöwen. Oder hat gesagt, er ist eine Schwuchtel. Das Gesicht des Tennis ist aus Stein. Ich würde gern nochmal darüber reden. Vielleicht, kurz auf Toilette gegangen? Kann sein. Eigentlich will er nicht zu lange darüber nachdenken. Achso, okay. Sehen Sie Prellungen? Was denn Prellungen? Die sehe ich. Die meisten wurden ihm postmortal zugefügt. Vielleicht sogar alle. Könnte vielleicht er gewesen sein. Diese jugendlichen Straftäter hier haben uns mit ihren kleinen Vergnügen die Arbeit erschwert. Hört auf, in Rätseln zu sprechen, Schlitzauge. Er meint, dass du ihn verfickt fertig gemacht hast. Guno, schreit das Mädchen. Hast du ihn voll brutal fertig gemacht? Alter, die Uschi geht mir richtig auf den Pisser. Wirklich. So, wie bekommen wir ihn jetzt da runter? Er hält inne, um nachzudenken und geht dann seine Notizen durch. Sind Sie sicher, dass wir die Voruntersuchung der Leiche abgeschlossen haben? Es könnte sein, dass wir etwas übersehen, sobald der Tote unten ist. Da ist etwas, das ich wissen muss, Leichenmann. Wenn ich an jemanden... Ein Kind mit angeborener Möllerscher Krankheit, Harlekinismus, auf wundersame Weise geschafft hat, erwachsen zu werden. Erinnere ich dich an jemanden? Als mein Baby Harlekinismus leidet. Da hast du dich ja nochmal gut rausgeredet, Polipolino. Ja, okay. Mit der Leiche kann man nicht mehr weiterreden. Ja, ich bin fertig. 70 Erfahrung, könnten wir fast einen Erfahrungspunkt kriegen. Jo, sehr schön. Der stark verstärkte Gurt stellt eine ganz besondere Herausforderung dar. Ich habe einen Bolzenschneider mitgebracht. Nein, den habe ich. Aber ich kann keinen guten Ansatz zum Schneiden erkennen. Er findet eigentlich nicht, dass die Herausforderung ganz besonders ist. Für ihn ist sie frustrierend, lästig und schwierig, als er gedacht hätte. Die Leiche hängt gut 1,2 Meter in der Luft. Keiner von uns beiden kann den Gurt ohne... Ach so, ja, erreichen. Und selbst wenn wir rankommen, müssen wir noch das Material durchschneiden, das immerhin für Luftschifffrachten ausgelegt ist. Kann da nicht jemand anders machen? Können wir den Ast absägen? Da wollen sie hochklettern und
Und den Ast absägen? Na gut, könnte gefährlich sein. Dann nicht. Jemand anderes. Meinen Sie vielleicht die Polizei? Ich meine jemand, der im Rang unter einem Detective steht. So wie ein Müllmann oder ein Reinigungstrupp? Da habe ich leider schlechte Neuigkeiten für Sie. Genau das macht ein Detective. Scheiße. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber eines kann ich Ihnen versichern. Uns kommt niemand zur Hilfe. Und wir haben hier einfach ein fortgeschrittenes Hygieneproblem. Wir müssen ihn herunterbekommen. Im Hafen? Das wollte ich wirklich vermeiden. Die Gewerkschaftler sind allem Anschein nach verdächtig in diesem Fall. Das erscheint mir nach einem gefährlichen Weg. Was könnten wir sonst tun? Na gut, herunterschießen wird wahrscheinlich schwierig. Ja, Mann, der Enthusiasmus ist unverhohlen. Jetzt wird geballert, Bullenschweine. Knallt ihm die Rübe weg. Wie? Da, wo die Schnalle den Gurt am Ast festbindet, das wäre eine gute Stelle zum Zielen. Da. Wo genau? Er rückt sich die Brille zurecht. Ah, ja. Jetzt sehe ich. Ein Treffer dort löst möglicherweise den Gurt. Jetzt geht's endlich mal zur Sache. Und haltet den großen Kuno mit eurem Scheiß. Die werden nichts treffen. Die Bullenschweine werden daneben schießen, Kuno. Schießen Sie nur, Lieutenant. Was soll schon passieren? Ich knall ihm die Rübe weg. What? Schieß? Genau, schieß. Stille. Mit angespannten Ellbogen zieht der Lieutenant den Reißverschluss seiner Jacke herunter und holt eine leichte Schusswaffe heraus. Er lässt eine Papierpatrone in den Lauf fallen, nimmt den Ladestock ab und stößt damit fünfmal gegen die Patrone. Es handelt sich um einen Kjell A99 Armistice. Ein Vorderlader mit Mass aus Mann. Asketisch und schnörkellos ist sie eine der meistproduzierten Schusswaffen der Welt. Dann geht ein Stück zurück und nimmt die Phallostese-Position ein. Phallostese. Um zu zielen. Sein Augenwinkel zuckt, sein Finger befindet sich am Abzug. Ganz ruhig, aber total daneben. Die Stimme des Kindes geht in einem schrillen Knall unter, der von den Wänden des umliegenden Wohngebäudes widerhallt. Ein Rauchquell steigt langsam in die Luft, während der Lieutenant zurückkommt und sich selbst... Ach, und zu sich selbst versagt, verdammt nochmal. Ist schon in Ordnung. Sagt kein Wort, er sieht einfach nur die Waffe in seiner Hand. Nein, wir haben unser Glück schon ausreichend auf die Probe gestellt. Wir haben nichts kaputt gemacht und auch das erste, auch das Opfer wurde nicht. Ja, okay. Mit jedem weiteren Fehler könnten wir es mit den Einheimischen verscherzen. Man beobachtet uns. Ich habe uns damit keinen Gefallen getan. Na gut, dann schließen wir es ab. Es ist schon schlimm, dass wir wieder, dass wir wie Wilde um uns schießen. Er hält inne, zuckt damit den Schultern und lädt seine Pistolette fertig. Machen Sie nur, ich halte sie nicht auf. Verlieren Sie sie bloß nicht. Schießeisen glänzt in seiner ausgestreckten Hand. Die haben echt nur eine Waffe? Oh Mann, das sind ja echt die lausigsten Bullen, die Kuno je gesehen hat. Du nimmst die Waffe. Du machst dich erst mit dem Gewicht vertraut. Das kalte Schießeisen, eine Mischung aus Bakelit und Rotguss, ist erstaunlich leicht. Dein Finger passt genau durch den Abzugsbügel und legt sich instinktiv auf den Abzug. Wartest du auf den Osterhasen oder was, Kuno? Sag ihm, dass er sich in den Mund schießen soll. Du zielst mit der Waffe auf den Gürtel. Du konzentrierst deinen Blick auf die Schnalle und nimmst einen festen Stand ein. Deine linke Hand unterstützt deinen Schussarm. Warum schießt du nicht? Okay. Machst dein linkes Auge zu. Dein Blickfeld verengt sich. Der Ast bewegt sich langsam und wird gänzlich zweidimensional. Die Metallschnalle glänzt in der Nachmittagssonne, während sich die Leiche langsam dreht. Der sich im Wind langsam bewegende Ast und deine Schultern, die die Waffe führen, bewegen sich nun im Takt eines hypnotisierenden Tanzes. Ruhe. Oder was? Willst du mich fertig machen? Alter, ich ziehe jetzt erstmal auf den Typen. Tun sie es nicht? Sch
Schwuchtel. Sie reißt ihre Clubjacke auf, um ihre Bürste mit diesen Tools. Fick dich, du kleiner Scheiß. Kann ich jetzt wirklich schießen? Krasse Scheiße, Polyp. Schwuchtel, das war nicht krass, sondern armselig. Alter. Genau hier, Moiko. Sie zeigt auf ihr Herz. Hierhin. Scheiße, Alter. Ja, gut, okay, bla bla bla. Linke Auge zu. Dann haben wir wieder die Erhöhung. Ne, haben wir nicht mehr. Ach, auf Provokation eingegangen. Scheiße. Ja! Wuhuhuhu! Boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Stahl zerbringt in 1000 Teile und löst sich mit einem Surren. Uhuhu. Krass. Durch den Rückschuss verlierst du das Gefühl in deiner Hand. Du siehst den Leichnam herunterplumpsen einen Moment lang, macht es den Anschein, als kniete er vor dir. Er sieht dich direkt an, hilflos in sich gefangen. Wer hat dich umgebracht? Der Kommunismus. Es braucht eine Millisekunde, bevor dein Cortex in Verbindung die Verbindung herstellt. Du hast keine Ahnung, woher es kommt, nur dass es stimmt. Dann löst sich Starre seines starren seinen Muskeln und er knallt seitlich in den Frühlingsmatsch, wodurch ein unsäglicher Gestank freigesetzt wird. Oh, sehr schön. Wie habe ich denn das hinbekommen? Indem sie ein verdammt guter Schütze sind. Aces High. Der Lieutenant hebt seine rechte Hand und wartet darauf, dass du abklatscht. Das Aces High, ein Brauch, der während der Revolution von den Luftschifffahrtsbrigaden erfunden wurde, wird in Revachol zur Feier von Erfolgen durchgeführt, vor allem im Sport. Die Geste hat sich weltweit verbreitet, auch wenn die Revolutionäre verloren haben. Ja, klatschen wir mal ab. Gedanken gewonnen, Aces High. Der Lieutenant macht einen kleinen Hüpfer, um den traditionsreichen Gruß auszuführen. Deine Handfläche tut von dem Schlag weh. Er war präzise und passgenau ausgeführt. Ich wusste doch, dass die Typen Schwuchteln sind, sagt er mit großer Anerkennung. So sieht's aus. Wir sind Schwuchteln. Hast du ein Problem damit? Kuno lacht sich schief, was sich in etwa so anhört, als würde jemand eine Säbel würgen. Er hat sich ganz offensichtlich jede Menge Spaß. Du siehst doch, die blasen sich gegenseitig ein. Und nun? Führe vor Ort eine Leichenschau durch. Wir führen eine Leichenschau vor Ort durch und bestimmen die Todesursache. Aber davor, entschuldigen Sie mich bitte, er muss sich von der Leiche abwenden. Anscheinend brauche jetzt ich ein bisschen frische Luft. Es tut mir leid, dass ich die Feier hier unterbrechen muss. Lassen Sie mich nur kurz durchatmen, bevor wir die Leichenschau vornehmen. Oh, na gut. Hier ist mal deine Waffe. In der Zwischenzeit sollten wir versuchen, Evrard Claire, den Gewerkschaftsführer, zu befragen. Beim Erhängen kam ganz klar Eigentum des Hafens zur Anwendung. Er zeigt auf den Gurt. Der Hafen... nicht weit östlich von hier. Der Hafen nicht weit östlich von hier. Achso, allein könnte es recht schwierig werden, hineinzugelangen. Evrard Claire, den Gewerkschaftsführer, alles klar, okay. Oder wir hören uns nach der Vertreterin der Logistikfirma um. Meine vorläufigen Informationen besagen, dass Wild Pines eine Art Unterhändlerin zum Streik geschickt hat, um Evrard die Kontrolle wieder zu entreißen. Du könntest die Gärtnerin nach dem Weg fragen. Ist das jetzt die berühmte Erstbefragungsliste? Ganz genau, er nickt langsam. Und das waren die zu Befragenden. Gehen wir. Gedanke abgeschlossen, Guillaume Le Million. Schlechte Neuigkeiten. Guillaume Le Million wurde kein Polizist. Im Jahr 38 war er in der Provinz Hsin Yao in Strafe auf Tour. In Safra auf Tour, wo er bei einem autoerotischen Selbsttötungsunfall ums Leben kam. Jemand fand seine Leiche, die in seiner Suite von einem Zierdrachenbaum baumelte, inmitten von Drogenutensilien, anderen ungesunden Gegenständen und der Single Wonderland von Sylvia Trainer, die im Hintergrund unaufhörlich sprang. Und ja, das kann man als Metapher für Revachol in den 30ern interpretieren. Und außerdem als Warnung. Okay, plus 1 Schmerzgrenze, Blutsauerstoff ist langweilig. Alle Lerngrenzen für Psycho um 1 erhöht. Okay, cool.
Dann. Ist, ach so, okay, ja, okay, Boni auf Gedankenwelt. Aces High machen wir hier noch rein. Und der lange, einsame Heimweg, der kommt dann auch hoffentlich. Also ist tatsächlich eine Zeitsache. Kann ich das jetzt noch verbessern? Nee. So, was haben wir denn eigentlich jetzt an Gegenständen? Achso, mein Fallbuch. Sofort Foto. Ja, und die Werkzeuge halt noch, ne? Alter Schwede, sind schon wieder neue Sachen dazugekommen. Wer hat der Polizei das Verbrechen gemeldet? Wissen wir noch nicht. Sprich mit Guard, machen wir. Wer hat die Kleidung im Müll geworfen? Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal. Achso, Kuno oder Guard fragen. Lies dein Fallbuch, ja. Wo ist der Rest der Rüstung? Okay. Frage Kuno. Wir prüfen die Seriennummer. Da müssen wir zum Auto. Tätowierung. Ja, müssen wir vielleicht mal in einer. Im Hafengebiet fragen, ob die sich mit Tätowierung auskennen. Genau, wir sollen eine Leichenschau machen. Wir müssen den Gewerkschaftsboss fragen oder Wild Pines Vertreterin. Und als erledigt haben wir diese hier. Schön. So, wir haben noch zwei Fähigkeitspunkte zu verteilen. Kann ich eigentlich die Hauptdinger auch aufleveln? Wie level ich denn das? Suggestion. Ausdauer, Schmerzgrenze, Körperapparat, Elektrochemie, Schauder, Zwielicht. Auge-Hand-Koordination. Wahrnehmung würde ich gerne mal erhöhen. Willenskraft. Reiß dich zusammen, halte deine Moral hoch. Verbinde dich mit dem 41. Revier, verstehe die Polizeikultur. Lass die Muskeln spielen und genieße gesunde Organe. Stecke die Schläge ein. Schmerzgrenze, schüttelt den Schmerz ab. Sie werden dir schon mehr wehtun müssen. Drohe den Leuten. Spüre deine Nackenhaare. Werde eins mit der Stadt. Verstehe andere. Bringe deine Spiegelneuronen in Wallung. Okay. Spüre Gespür und Instinkt. Verzücke Mann und Frau. Ziehe die Fäden. All deine Kenntnisse ab. Zauberfaszinierend, Trivialwissen aus dem Mut. Das finde ich gar nicht schlecht mit dieser Enzyklopädie. Wobei ich halt Logik immer noch gerne machen würde. Okay. Nee, nee, nee. Nicht abhauen, Kuno. Kuno und ich unterhalten uns jetzt erstmal. So, you tried to kill Kuno's girl? What's up with that? You wanna talk about it? Ja, Geschichte haben wir noch alle hinter uns gelassen, Kuno. Geht nicht für jeden hier. The Lieutenant schüttelt den Kopf. Solche Sachen beschäftigen einen für eine Weile. Keiner lässt irgendwas hinter sich. Mach das nochmal und Kuno klettert nachts in dein Zimmer mit einem Messer. Er deutet auf das Whirling in Rex und flüstert, Kuno weiß, wo der Bulle pennt, der sein Fenster massakriert hat. Ich kletter einfach über den Balkon da rein und stech dich mit dem Messer ab. Genau, redet er daher. Ich war schon mal in deinem Zimmer. Der Junge hebt seine Stimme, aber erst mal ist alles entspannt zwischen dir und Kuno. Kumpels, lass uns fröhlich sein. Was meinst du? Die Entschlossenheit in seiner Stimme lässt kaum Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit zu. Er meint jedes seiner Worte, wie er es sagt. Man darf ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Okay, machen wir das. Und schon läuft's wieder zwischen dir und dem großen Kuno. Also, was willst du? Weißt du was über sie? Scheiß viel, Bulle. Was willst du wissen? Falls ich gewillt wäre, meine Zeit zu vergeuden, was nicht der Fall ist, würde ich sie fragen, wer er ist und wie er hergekommen ist und das Übliche. Mit dem Üblichen meint er, hast du etwas Ungewöhnliches gesehen oder ist dir etwas Verdächtiges aufgefallen? Wo ist der Rest der Rüstung? Kuno scheißt auf die Rüstung. Wie kommt's? Kunos Saftsack ist was nicht in Ordnung. Er ist ein verdammter Mutant. Mutant? Schau dir den doch an. Er zeigt auf die Leiche. Verfickte Wachstumshormone. Der ist ein Riese, kein Mensch der Welt. Passt in die Rüstung rein. In einer merkwürdigen, aggressiven Geste bohrt er sich die Finger gegen die Schläfe. Kuno scheißt auf die Freak-Rüstung. Kuno hat den Scheiß weggeschmissen.
Was meinst du mit weggeschmissen? Kuno versucht den Helm aufzusetzen, er ist ihm zu groß gewesen. Er tritt den imaginären Helm weit weg. Kuno hat die Scheiße ins Meer gekickt, so voll Rugby-mäßig. Der Dreck ist Kuno scheißegal. Meer geworfen? Ja, Mann, der Dreck ist Kuno scheißegal, wiederholt er. Kuno scheißt auf materiellen Scheiß. Kuno ist ein verfickter Mönch. Okay. Wenn du irgendwas wegen der Rüstung auf den Sack gehen, wenn du irgendwem, dann probier's mal beim Gewerkschaftsdeppen mit dem Schnurber, dem fröhlichen Troubadour-Deppen an den Toren. Wen meinst du mit Troubadour? Naja, den Schwanz in Stiefeln, weißt schon, diesen fröhlichen Gewerkschaftskuhficker. Ist hergekommen und hat von Kühen und so gefaselt. Ist hergekommen und hat so getan, als ob ihm Kühe wichtig wären. Mit dem musst du also reden. Der ist übelst verrückt nach der Scheißrüstung. Komm her. Kommt her, tut so, als ob er Kühe mag, versucht einen Blick auf Kunos Rüstung zu werfen, geht zu den Toren, frag ihn selber. Wunderlich, mein Fürst, warum hat Kuno euch diese Information zukommen lassen? Und das erzählst du mir einfach nur, weil du ein herzensguter Mensch bist, Kuno? Ja, ich lasse es einfach gut sein. Ja, verzeiht mir, Majestät. Lasst es lieber gut sein. Es war nicht meine Absicht, euch paranoid zu machen. Sein ganzer Körper ist mit Kontusionen übersät. Warst du das? Hast du jemanden verdächtigt? Achso. Weißt du, wer er war? Kuno besitzt den Saftsack als Zielübung. Okay. Er versucht zu versteuern, dass er es nicht weiß. Wer er war? Kuno weiß, was du gemeint hast. Kuno ist bloß kein Anschwärzer. Das ist alles. Er schüttelt sichtlich beleidigt den Kopf. Willst du wohl, dass Kuno in deinem... What? Achso. Bulletophon trällert. Weißt du, wie er da oben hingekommen ist? Wahrscheinlich aufgeklettert? Als die Scheiße passiert ist, hat Kuno woanders zu tun gehabt. Hast du nicht gesehen, wie es passiert ist? Du hast Kuno gehört. Kuno ist nicht mal in Martinez gewesen. Auch nicht in Riverchoil. Er plustert sich auf. Kuno ist nicht in der Gegend gewesen. Oh, ach so. Wo bist du denn hingegangen? Kein Plan zu irgendeinem Verfickten. Er sieht sich um und versucht, etwas aus dem Ärmel zu schütteln. In Mesk oder was weiß ich. Irgendwo anders. In Night City. Kuno ist in Night City gewesen, verdammt. Eine Night City gibt es nicht. Das hört sich an wie der Name einer Stadt aus irgendeinem Science-Fiction-Groschenroman. Woher kenne ich denn Night City? Cyberpunk? Was, Cyberpunk? Ich weiß es nicht. Wo liegt Night City? Kuno gibt diese Information nach Prinzip. Nach dem Prinzip Kenntnis nur bei Bedarf raus. Und du hast keinen Bedarf. Er zieht die Nase hoch. Kuno hat den Sklaven nicht abgeknipst, wenn du das gemeint hast. Okay, hast du jemand Verdächtiges gesehen? Nur ein paar Bullenschweine, die im Dreck gewühlt haben. Auf Kuno wirkt das ziemlich scheiß verdächtig. Ja, Mann, erzähl's ihm, Fegeri, Kuno. Jetzt scheinst du wohl ein Fegeri zu sein, was auch immer das bedeutet. Die Frage nach jemand Verdächtigen funktioniert in antagonistischen Situationen nicht wirklich. Sein ganzer Körper ist mit... Ja, warst du das? Was willst du denn? Was soll das sein, diese Kontussenscheiße? Er greift sich an den Kopf, als würde ihm plötzlich wehtun. Der will sagen, dass du dumm bist, Kuno. Die wollen dich wieder dumm machen. Eine Prellung. Ich spreche von Spuren, die deine Steine an der Leiche hinterlassen haben. Oh je, hat Kuno dir den Scheiße-Schnüffeln schwerer gemacht? Vereitlung des Scheiße-Schnüffelns? Auf einmal scheint er sich besser zu fühlen und lässt seinen Kopf wieder los. Das ist Kunos Königreich. Scheiße, hier regiert Kuno. Hörst du nur den Tennenbrummen? Machen wir später weiter. Reden wir jetzt über was anderes. Du stellst hier Kunos Geduld auf die Probe. Spielt ihr Kinder oft in diesem Hof? Genau, Bullenschwein. Hier spielt Kuno mit seinem kleinen Töff-Töff-Eisenbahn. Was willst du damit, willst du darüber wissen? In dem Müllcontainer war die Kleidung. Wie ist sie dorthin gekommen? Tja, Kuno weiß einen Scheiß darüber. Dieser Dreck ist unter Kunos Würde. Ich muss es aber wissen, es könnte eine Ermittlungsspur sein. Jemand könnte den Tatort manipulieren. Sperr mal schön die Lauscher auf. Er unterbricht dich. Diese Schmalspur-Scheiße ist Kuno egal. Hör einfach zu. Kuno hat dich da drin beim Mülltauchen gesehen. Traurige Scheiße. Kuno könnte dir einen lässigen Look klar machen. Sowas wie das, was Kuno anhat. Er zeigt auf seine Hose. Deine Größe, guter Preis, 500 Real. Man muss blind sein, um die riesigen weißen Fallen, Buchstaben zu übersehen. Diese vertikal auf seinen Hosenbeinen geschrieben wurde. Moment mal, ich habe dich gefragt, was mit seiner Kleidung passiert ist. Das muss sie doch irgendwo her haben. Okay, was ist denn so toll in der Hose? Bulle, das ist eine Fallenmodular. Passgenauer Überlebensscheiß mit Hochleistungsschritt. In Mirova hergestellt. Von Fachwissenschaftlern. Hosenwissenschaftlern.
Glaub mir, du brauchst den Scheiß. Öffne den Reißverschluss deiner Jacke, damit du einen kurzen Blick auf die in Plastik verpackte Hose werfen kannst. Sie ist graphitschwarz und sieht brandneu aus. Sie könnte deine Chance auf ein Überleben in der urbanen Wildnis drastisch erhöhen. Coach Körperapparat befürwortet diese Hose. Sie ist bereit für die Tartanbahn. Außerdem macht sie einen Idioten aus dir. Könnte mich interessieren. Reden wir später drüber. Alles klar, Bullenschwein. Seine Miene erhält sich. Läuft der Scheiß. Mach keine Geschäfte mit dem Bullen, Kuno. Der wird dir dein ganzes Geld klauen, Kuno. Er hat die Kleidung in den Müll geworfen. Wie du siehst, Kuno nickt in seine Richtung des Zaun. Trauen dir Kuno und C nicht. Ohne Vertrauen kann man keine Geschäfte machen. Sein Misstrauen gründet nicht nur darauf, dass du ein Bullenschwein bist. Du hast etwas Undurchsichtiges an dir, wovon er sich bedroht fühlt. Was genau das ist, bleibt jedoch vorerst ein Rätsel. Müll bei einer Tasse. Was? Eine Tasse im Müll? Hat das wieder was mit den verfickten Klamotten zu tun? Eigentlich ist, hat diese Kuriotasse man besser nicht in so einem Zusammenhang reißen, etwas damit zu tun? Südsamarans etwas damit zu tun? Rassistische Tasse. Ja, man, Kuno kapiert, wo das hinführt. Kuno ist ein Blitzdenker, flüstert er aufgeregt. Du meinst, dass ihr Bullen hinter dem Tassenwegschmeißer her seid, weil er auch den Klamottenwegschmeißer ist? Ich verstehe dich nicht, Kuno. Red lauter, Kuno. Genau das habe ich gemeint, Kuno. Jemand hat den Tatort manipuliert, manches hier weggeräumt. Scheiße, ist heftig, er denkt kurz nach. Jemand will also in den krassen Keller da gehen, hm? Den Tassentypen an den Heizkörper fesseln. Er nickt zustimmend. Kuno hat keinen Plan, wer die Scheiße da reingeschmissen hat. Und selbst wenn, wird er damit nicht rausrücken. Aber wenn du es rausfindest, kannst du vielleicht dem großen Kuno erzählen, wer es war. Er ist neugierig. Es gefällt ihm, eins und eins zusammenzuzählen. Hör auf, dich wie ein Bulle zu benehmen, Kuno. Die versuchen, einen Anschwärzer aus dir zu machen. Sie zischt sogar noch gemeiner als zuvor. Verpisst euch von meinem Kuno, ihr Schwuchteln. Das Kind geht mir richtig auf den Sack. Hätte ich mal geschossen. Sorry, dass ich das sagen muss. Bist du die schon mal hochgeklettert, die Leiter? Schau dir die Scheiße doch an, kreischt er. Willst du Kuno umbringen oder was? Du willst also sagen, dass die Leiter unbesteigbar ist? Woher soll Kuno das wissen? Kuno ist kein beschissener Akrobat. Macht eine schnelle Notiz in seinem Notizbuch. Das ist eine Falle, Kuno. Steig nicht hoch, Kuno. Okay. Was befindet sich im Gewächshaus? Kein Plan. Er zuckt mit den Schultern. Die Kack-Kippen-Gärtnerin hat früher da gearbeitet. Leute südseemänesischer oder areopagitischer Abstammung werden oft abwertend als Kippen bezeichnet. Der Begriff geht auf einen Vornamen zurück, der unter den Areopagiten von... Alter, wow. Ilmaraa früher gerne vergeben wurde. Jetzt eher selten. Hat früher gearbeitet? Ja, Mann. Hast Kuno richtig verstanden? Die ist mit der Lage hier nicht klargekommen, also ist sie abgehauen. Kuno kommt damit klar. Er füllt seine Lungen mit ranziger Luft. Seine Augen fangen leicht an zu tränen. Die Scheiße ist für Kuno ein Kinderspiel. Meinst du die junge Frau beim Whirling Rex, diese Gärtnerin? Hör mal, Kuno erklärt dir den Scheiß. Dir einen Scheiß. Kuno sagt nur Zeug. Er sieht dir in die Augen und nickt, als würde er sich selbst zustimmen. Ja, sie. Was hat sie überhaupt im März im Gewächshaus verloren? Welche Gartenarbeiten erledigt man denn im März? Ich sollte sie darauf ansprechen. Ja, es wirkt verdächtig. Du magst es nicht, wenn etwas so verdächtig ist. Kuno, da hinten ein paar Eternitplatten. Zeigst auf den Schuppen. Das ist irgendein Scheiß, den die Dachdecker-Deppen zurückgelassen haben. Faule Penner. Er verbirgt etwas. Scheiße, die irgendwelchen Deppen zurückgelassen haben? Hört sich plausibel an. Verbirgst du etwas? Bulle, wenn Kuno etwas verbergen würde, wäre es verborgen, sagt er mit übertriebenem Selbstbewusstsein. Doch es ist nicht verborgen, nicht wahr, Majestät? Ihr habt es bemerkt. Ihr solltet diese Dachdeckermaterial noch einmal untersuchen. Okay, reden wir über was anderes. Leiche? Nee. Empathie? Nö, gut, dann gehen wir erstmal. Alter, wirklich? Kann ich die Waffe nochmal haben? So, dann machen wir aber Feierabend. Und sehen uns dann morgen wieder. Zur nächsten Folge von Disco Elysium. Ganz kurz geguckt, wie spät es ist. Stunde habe ich jetzt aufgenommen. Also ja, gab einen Cut zwischendurch, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ohne An- und Abmoderation. Aber das wird mir wahrscheinlich noch öfter passieren. Denn das Spiel, also mal davon abgesehen, dass das Spiel einem teilweise wenig Möglichkeiten gibt, zwischendurch eine Pause zu machen. Weil wenn ich jetzt hier, und das war glaube ich genau in dem Zeitraum, wo ich die Leiche hatte, wenn ich da einmal mit angefangen habe, kann ich ja nicht einfach zwischendurch aufhören, ne? Ich hab's ja wahrscheinlich jetzt trotzdem irgendwie geschnitten, aber naja. Mal schauen.
Ich bedanke mich. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht es weiter mit dem Mordfall. Dann werden wir uns um die Leiche kümmern und... What the fuck, Alter? Werden hier mal gucken, ob wir noch ein bisschen was abarbeiten können. Es ist arg viel. Müssen wir uns einfach vor Augen halten. Haut rein, ciao, tschüss, bis morgen.